darf Sie auch ganz herzlich begrüßen im Namen des Leitgrafenkollegiums Ricklingen und möchte zunächst aber auch noch meine Vorrednerin begrüßen, Michaela Michalowitz, stellvertretende Regionspräsidentin, Vorsitzende der CDU Ricklingen-Mühlenberg-Wittbergen. Vorne. Habe ich noch was vergessen, Angelika? Nein. Gut. Ja, für uns ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, an dem Deichfest hier teilzunehmen, denn auf diesem Deichfest wird ja schließlich der neue Deichgraf geehrt und ernannt und wird Mitglied unseres Kollegiums. Und wir haben in diesem Jahr, Michaela hat es eben schon erwähnt, eine ganz besondere Freude, dieses Deichfest zu feiern, denn viele Hochwasserschutzmaßnahmen, die die Stadt Hannover eingeleitet und noch bearbeiten wird, sind inzwischen zum Teil fertiggestellt. Ich erinnere an die IMA-Abgrabungen und die Benne-Hohnesorgenbrücke. Die Baustelle ist fast fertig. Und ich erinnere daran, dass auch in Ricklingen sich schon einiges getan hat. Wer mal am Michaelisfriedhof lang geht, wird sehen, dass die südliche Friedhofsmauer, die Teil der Hochwasserschutzmaßnahme werden soll, inzwischen abgerissen und durch eine lange Spundwand ersetzt worden ist. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir immer unseren kleinen Beitrag als Deichgrafenkollegium zur Fortsetzung dieser Arbeiten geleistet haben und im Bezirksrat vielleicht noch mehr in der Öffentlichkeit unterstützt haben. Also in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Fest, nette Gespräche an den Tischen, treffen Sie Freunde und Bekannte und machen Sie sich mit der CDU Ricklingen und dem Deichgrafenkollegium einen schönen Nachmittag und Abend. Ich darf jetzt übergeben an den amtierenden Deichgrafen Hartmut Herbst seinen Rechenschaftsbericht bitten.